Bei der Aufgabe 4 handelt es sich um ein Parallelogramm. Man sieht schon, es sind bloß 3 Punkte gegeben, 2 fixe und ein Variabler. Zum einen muss man ein bisschen berücksichtigen, dass der vierte Punkt, der D-Punkt, gezeichnet werden muss. Also das ist einer, der sich aus der Angabe nicht ergibt, aber dadurch, dass es ein Parallelogramm ist, wunderbar zum Zeichnen ist. Entweder über Kreise, über parallele Seiten oder über Vektoren kann man natürlich auch machen, wenn sie einigermaßen auf die Karos liegen. Das funktioniert hier in dem Fall. Muss man einfach nur schauen, wie der Vektor von A nach B geht. Oder andersrum von B nach A, dann geht dasselbe Vektor natürlich auch von C nach D. Man kann sich das immer nochmal anschauen, es muss einfach ein Parallelogramm rauskommen. Wenn es einigermaßen scheps ausschaut, habt ihr einen Fehler gemacht. Bei den Punkten einzeichnen sollte nicht so schwer sein. Auf 2,5 und auf die Gerade hoch, bei 6 auch auf die Gerade hoch. Ja, und die Vektoren, die man hier verwendet, ist geschickterweise B, C und BA. Alle anderen machen in dem Fall keinen Sinn, ich will es kurz erklären. Als Tipp: Bei allen Aufgaben, wo Punkte gegeben sind und ich Vektoren bestimmen muss für den Flächeninhalt, versuche ich exakt diese Punkte bereits zu verwenden. Das habe ich hier gemacht, indem ich den Vektor BA genommen habe. Hätte ich den Vektor AB genommen, hätte ich AD gebraucht. Das hätte hier nichts gebracht, denn über den Punkt D kann ich ja laut Angabe überhaupt nichts aussagen und den kann ich auch noch nicht berechnen. Also nehme ich hier den Vektor BA und dann passt eben nur der Vektor BC1 dazu und den muss ich halt dann noch in die richtige Reihenfolge setzen. Zur Berechnung von BA, das ist ganz leicht, hier einfach die beiden Punkte einsetzen. Bei BC1 habe ich ein Problem. Ich habe Punkt B, aber C steht hier nicht in der Angabe. Jetzt könnte ein Schlauberger draufkommen, den lese ich hier einfach ab, 2,52, das ist aber verboten. Weil der Flächeninhalt muss berechnet werden und ablesen ist nie berechnen. Das heißt, ich muss hier in Gottes Namen die 2,5 einfach hier oben einsetzen, um den Punkt C1 zu erhalten. Also hier für x2,5 und an der Stelle für x2,5. So darf ich es verwenden, aber der Schritt, der muss so mit drinstehen. Also nicht einfach bloß hinschreiben und im Kopf rechnen, sondern den Schritt wirklich so hinschreiben. Und jetzt kann ich den Vektor BC1 bestimmen und wenn ich beide Vektoren jetzt ausrechne, den Schritt habe ich mal gespart, dann kann ich das in die Determinante einsetzen. Parallelogramm heißt ohne die 0,5, aber mit einem FE hinten dran. Dann wird über Kreuz multipliziert, aufpassen auf die Klammern und dann erhalte ich einen Flächeninhalt von 26 FE. Sollte irgendwann mal bei euch ein negativer Flächeninhalt rauskommen, ist entweder ein Rechenfehler oder der typischste Fehler wäre, dass man die Vektoren falsch herum angeordnet hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel BA hier vorne hinsetze, dann kommt minus 26 hier raus. Beim zweiten Flächeninhalt, und da muss man ein bisschen logisch denken, da fehlt eigentlich nur der Punkt C2 oder der Vektor B2, denn ich nehme ja genauso auch meinen BA her. Der bleibt ja fix, deswegen, das war ja der Trick vom Anfang, dass ich meine fixen Punkte hier für den Flächeninhalt genommen habe. Also darf ich den Vektor BA ja auch wieder verwenden, hier bei der Aufgabe. So, und jetzt das heißt, nur wieder den Punkt 6 für x da oben einsetzen, dann habe ich mein C2, damit kann ich meinen Vektor BC2 bestimmen. Und ich kann meinen Flächeninhalt A2 bestimmen. Auch wieder aufpassen auf die Klammern. Und es kommt erstaunlicherweise wieder 26 FE raus. Werden wir gleich sehen, woran das liegt. In der nächsten Aufgabe, so ist es ja eigentlich auch immer, soll das Ganze jetzt in Abhängigkeit von x berechnet werden. Wenn wir da Vektoren haben, müssen wir eben aufpassen, dass wir die Vektoren mit den Klammern richtig aufstellen. Jetzt erkennt man auch gleich wieder, warum es eben so geschickt war, die beiden Vektoren BA und BCN zu nehmen. Wiederum ist BA ja schon gegeben, den haben wir ja schon zweimal vorher verwendet, also schon längst berechnet. Wäre auch geschickt gewesen, wenn wir das eben auf der Vorseite hingeschrieben hätten, dann tun wir uns leichter, das hier jetzt auch wieder einzusetzen. Den Vektor BCN, den braucht man noch, aber das ist dasselbe Prinzip wie vorher, nur dass ich jetzt eben statt C1 berechnen, allgemein den Punkt CN eintrage. Ja? Also ich lasse einfach, schreibe da keine 2,5 oder 6 dafür rein, sondern ich lasse das x und auch natürlich hinten das x stehen und dann ziehe ich ganz normal den Fuß davon ab, minus 2, minus minus 3. Den Vektor, den ich dadurch errechne, nämlich x minus 2 und hier minus 0,4x plus 6, 2 Fünftel ist 0,4, falls sich jemand wundert, das schreibe ich jetzt einfach hier rein. Hier muss ich jetzt halt höllisch aufpassen, dass das wirklich getrennt voneinander ist, dass man das nicht verwechselt. Nicht, dass das da oben zusammengehört und das links unten zusammengehört und das gehört rechts oben hin und das rechts unten, dass das nicht verschwimmt oder zusammengeführt wird. So, jetzt links unten mal rechts unten, links oben mal rechts unten und so weiter. Alles wunderbar in Klammern gesetzt, dann das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem. Die Klammern sauber auflösen und dann erhalte ich einen Flächeninhalt von 26 FE. Staunlicherweise.
Denn eigentlich hätte hier ja irgendwas in Abhängigkeit von x rauskommen müssen, denn meine Vektoren waren ja abhängig von x. In dem Fall ist es aber eine Spezialaufgabe, egal welches Parallelogramm ich zeichne oder welches meine, die haben alle denselben Flächeninhalt, das heißt, die bewegen sich so, dass der Flächeninhalt immer gleich bleibt. Das war so eine Ausnahmeaufgabe.